Hallihallo und herzlich willkommen zur wunderschönen neuen Folge von Immersive 5 in dem neuen Jahr 2014. Wir haben neue Einsatzfahrzeuge zur Verfügung und wir müssen Rettungshundefahrzeug und den Bergungshelikopter. Okay. Den müssen wir kaufen. Gut. Leider das Spiel immer noch so total schlecht. Also 27 Frames sind nicht gerade die besten Frames, aber man kann es leider nicht ändern. Aber ich mache das Beste draus. Ja, ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Heute Abend kommt noch eine kleine Neujahrsansprache. Auf dem Volksfest sind mehrere Personen an einer Nahrungsmittelvergiftung erkrankt. Versorgen Sie alle Opfer. Vielleicht finden Sie dabei ja auch heraus, wer für den Vertrieb der offenbar verdorbenen Nahrung verantwortlich ist. Nehmen Sie die betroffene Person fest. Okay. Verstanden. Okay. So, wer ist da? Bin dabei. Alles klar. So. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Und vier Leute. Wird erledigt. Bin bereit. Und alles ein bisschen viel zu laut. Was geht's? Unser Notarzt hat bei der Behandlung von einem der an Nahrungsmittelvergiftung erkrankten Volksfestbesucher erfahren, dass er die verdorbene Nahrung in einer Imbissbude gekauft hat. Achtung! Der Imbissbudenbesitzer befindet sich offenbar bereits auf der Flucht. Sofort aufhalten und festnehmen. Ja, okay. Ah, 2014. Ach. Habe ich vorhin einen kleinen Fehler gemacht? Erwarte Befehle. Der Imbissinhaber ist bereits auf der Flucht. Da ist er. Komm. Okay. Ja? Zu Befehl. Ist in Arbeit. Jawohl. Achtung, bin bereit. Eine Einsatzkraft wird angegriffen. Okay. Erwarte Befehle. Alles klar. Alles klar. So. Erwarte Befehle. Wird gemacht. So, alles klar. Upsala. Höre. Erwarte Befehle. Kein Problem. Was geht? In Ordnung. Erwarte Befehle. Oh. Ja? So, alles klar. Das ja auch. Der Streifenwagen bringt den Gefangenen zu den Arrestzellen in sofort. Der Basis. Gut. Was geht's? Bin dabei. Bin bereit. Denn jawohl.
harte Befehle. Höre. Okay. Höre. So. Alles klar, der kann ja eigentlich wieder nach Hause. Jawohl. So, verstanden. Dahin, der kann da rein. Sofort. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Was geht's? Höre. Jawohl. Warte Befehle. Verstanden. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Was geht's? Verstanden. So, der kann auch ab nach Hause. Was geht's? Der kann ja auch erledigt. Ab nach Hause. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. So, da haben wir das erstmal. Da haben wir die Täter versorgt und so weiter. Dann muss ich jetzt warten, bis ein Krankenwagen jetzt frei wird. Aber wie gesagt, es ist richtig gut, dass wir jetzt den Täter geschnappt haben und auf dem Oktoberfest Vergiftung eh. Und es sieht auch relativ leer aus. Meine Güte. Wirklich. Zu Befehl. Aber warum das so leise ist, machen wir mal gleich die F. 16% machen. Ach, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Aber wie gesagt, erkältet über Silvester reingekommen. Und nicht so schön. Hätte auch besser werden können. Ah, da kommt er. Bin bereit. So. Sofort. Höre. So. Zu Befehl. Und let's go. Let it go, 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 let it go. Dum, 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 dum. Einfach richtig schick hier. Ja. Sieht richtig schick aus. Einfach fein. Muss man nicht noch warten. Bin bereit. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation. Also es läuft schon stabiler, muss ich sagen. Also. Okay, das war wieder ein Frame-Einbruch. So, jetzt fährt er wieder langsam, jetzt fährt er wieder nach rechts rum, genau. Oh,
Schwede. Ja, ist nach rechts. Und es geht rein. Aber wie gesagt, kann auch vielleicht an meiner Grafikkarte liegen, dass die relativ schlecht ist. Notruf, Gebäudebrand, Ursache unbekannt. Es befinden sich noch Personen im brennenden Gebäude. Retten Sie sie. Löschen Sie alle Brände. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer der Brände und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge Verstanden. Ab. Gebäudebrand. Alles klar. Gut. Aber ich würde sagen, notfallmäßig nehmen wir noch einen Notarzt noch hierher. In Ordnung. Und Rettungsrat. Sofort. Und die Polizei am besten hier hin. Kein Problem. Das kann man nämlich am besten machen. Mal wie das aussieht. Achtung! Eine Person befindet sich auf dem Balkon des brennenden Gebäudes in Gefahr. Wir sollten so schnell wie möglich das Drehleiterfahrzeug einsetzen, um sie in Sicherheit zu bringen. Ja, das weiß ich. Aber es dauert halt eine Weile. Bis die erstmal da sind. Erwarte Befehle. Wird gemacht. Ja? Wird gemacht. Höre. Ist in Arbeit. Erwarte Befehle. Bin bereit. Notruf. Person ist schwer erkrankt und muss versorgt werden. Stellen Sie Ihren Zustand fest und versorgen Sie sie. Wenn nötig, transportieren Sie sie ab. Zu Befehl. So gut. Brand ist gelöscht. Die Person ist nämlich auch gerettet. Alles klar. Wird gemacht. Höre. Sofort. Ja? Wird gemacht. Höre. So. Bin bereit. Könnt Zu Befehl. Ich eigentlich auch ab nach Hause marschieren? Höre. Wird gemacht. Höre. Alles klar. Erwarte Befehle. So, mal gucken. Perfekt. Ja, sofort. So. Bin bereit. Wird gemacht. Richtig gut aus. Richtig schnieke Bilder sind das. Versorgt werden. So, Gebäudebrand. Ja. Bin bereit. Gut, alles Zu Befehl. Klar. Medizinischer Notfall. Das ist auch gleich erledigt. Ja, ja. Achtung, Notfallmeldung. Aus ungeklärten Gründen ist ein Fahrzeug in Brand geraten. Löschen Sie alle Brände und transportieren Sie alle beschädigten Fahrzeuge ab. Zu Befehl. Ja? In Ordnung. Höre. Jawohl. Oh, denen geht's ja wieder besser. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Mal sehen, wie schnell die da sind. Erwarte Befehle. Wird gemacht.
Erwarte Befehle. Es geht langsam rum, ja. Und, also noch langsamer geht's ja nicht, oder? Also da kommt ja das andere Auto noch hinterher. So. Achtung, Raubüberfall auf offener Straße. Das Opfer wurde vom Täter angegriffen und verletzt. Es wurden mehrere Wertgegenstände entwendet. Der Täter befindet sich auf der Flucht. Versorgen Sie das Opfer, nehmen Sie den Täter fest und transportieren Sie ihn ab. Bin dabei. Okay. Der Täter versucht, das Einsatzgebiet zu verlassen. Sofort aufhalten. Bin bereit. Wird erledigt. Was geht's? Okay. Wird gemacht. Was geht's? Okay. Jawohl. Bin bereit. Ist in Arbeit. So, okay, der wurde verletzt. Alles klar. Kein Problem. Okay, Fahrzeugbrand. Wird erledigt. Was geht's? Der Streifenwagen bringt den Gefangenen zu den Arrestzellen in der Basis. Kein Problem. So. Oh, da kommt einer. Erledigt. Was geht's? Erwarte Befehle. In Ordnung. So, Fahrzeugbrand. Ah ja. Höre. Wird gemacht. Muss auch sein. Weil das Opfer wurde ja überfallen. Das ist natürlich nicht gut, gell? Also. Mir ist erstmal eine Rettungshundefahrzeug. Entschuldigung, wegen dem Husten. Aber das machen wir noch fertig und das da hinten. Und dann würde ich sagen, beenden wir einfach mal die Folge danach. Was geht's? Wird erledigt. Ja? Erwarte Befehl. Rein technischer Sicht könnte da sich auch hier herstellen. Da ist er nämlich auch nicht so im Weg. Sieht auch ganz schick aus. Boah. Schick, 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 schick. Bin bereit. Okay. Erwarte Befehle. Zu Befehl. Höre. Okay. Was geht's? In Ordnung. Bin bereit. Erwarte Befehle. Jawohl. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Boah, das sieht richtig gut aus. Richtig schön gemacht.
Gut. Dann würde ich sagen, war das für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt den Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns zur nächsten Folge. Ich bedanke mich und ich sage tschüss, ciao. Und auf Wiedersehen. Bye, bye.